Ich bin der Flamur Scholler. Wir haben den 1. Oktober 2021, wir haben den Freitag und sind mit Aufgabe Nummer 1b. Jetzt haben wir hier. Wir haben einmal eine Waage. Auf dieser Waage haben wir 5x das X drauf. Und auf der anderen Seite haben wir 3x das Y drauf. Also können wir einschreiben 5x gleich 3y. Auf der zweiten Waage haben wir einmal das Y drauf und einmal das X und zweimal das Z. Also haben wir auf der anderen Seite Y gleich X plus zweimal Z. Die Frage ist, wie schwer ist jetzt so ein, also so ein X? Wie schwer ist jetzt das? Und zwar x ausgedrückt in z. Heißt also, wir haben hier, wir können jetzt auf beiden Seiten minus 2z rechnen, dann haben wir x gleich y minus 2z. Jetzt müssen wir dann das y genau, man soll x in z ausdrücken. Und wir haben hier oben noch y. Wir wissen, also wenn wir hier auf beiden Seiten durch 3 teilen, dann haben wir y gleich 5 Drittel x. Jetzt können wir das y ersetzen, das ist das Gleichheitszeichen. Das heisst, es ist gleichwertig, also der gleiche Wert. Da schreiben wir i minus 2z und 5 Drittel x gleich x. 5 Drittel x ist mehr als 1x, also rechnen wir auf beiden Seiten minus x, dann haben wir da 5 Drittel x minus x und auf der anderen Seite können wir dann 2z übernehmen. Indem wir plus 2z rechnen, dann fällt das hier einer weg und auf der anderen Seite kommt es oben drauf. Und 5 Drittel x minus x, was ist das? Wenn wir es gleichnennig machen, heisst das, wir haben hier 2 Drittel x gleich nicht x, sondern z. Gleich 2 mal z. Also haben wir da 2 Drittel x nochmal 5 Drittel x minus x. Warum geht das 2 Drittel? 5 Drittel x minus x. Wir können hier x rausnehmen. Und dann schreiben wir 5 Drittel minus 1 hin. Das ist ja 1 mal x. Und jetzt können wir das gleichnennig machen. Wir können es auch mit dem x gleichnennig machen, aber ich will nicht. Und dann das 1 können wir auch anders ausdrücken. 3 geht halt durch 3. Wir machen jetzt gleichnennig. Hier unten, den Nenner, das, was unter dem Bruch steht, das machen wir jetzt gleich. Dann haben wir hier oben 5 minus 3, das ist 2, und unten drehen wir 3. Darum haben wir 2 Drittel x. Jetzt wollen wir aber nur x sehen, also rechnen wir mal 3 auf beiden Seiten, dann geht das hier. 2x gleich 2z mal 3, das gibt 6z. Und nachher geteilt durch 2 und dann geht das x gleich 3z. Also x in z ausgedrückt ist x gleich 3z. Ich prüfe jetzt gerade, ob das stimmt. Das ist richtig so. Gut.